So, da sind wir bei Eternal Darkness. Wir sind zurück auf Rhode Island in der Villa. Wir sind Alex und beim letzten Mal haben wir gesehen, dass die Planeten im Prinzip in einer Reihe stehen und das Licht jetzt in diesen dieses Operationszimmer reinfällt. Oh, what the shit? Holy crap. Was machst du denn hier? Okay, damit hätte ich natürlich rechnen sollen, weil das ist jetzt, glaube ich, das letzte Kapitel. In your... God damn, es ist eng hier. That's what he said. Rein damit. Na, den anderen können wir langsam versickern lassen im Boden. Ist sicherlich gut fürs Holz. Sag mal, der Putzfrau, die soll mit dem Besen kommen und einfach das Zeug nachher ins Holz einreiben. Das tut sicherlich sehr gut. War das Zimmer hier? Ich glaube. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh yeah, genau, das ist es. Okay, wie müssen wir das jetzt genau machen? Was war das gerade für ein Geräusch? Das muss wahrscheinlich... Wo muss es denn hin? Auf diesen Globus vielleicht? Okay. Okay, justiere ich den mal. Dann justiere ich... weg da. Okay, das ist eigentlich nicht wirklich... Das sind nur zwei Strahlen, die wir hier machen müssen, aber... Zum Teufel soll... Ja, genau. Und jetzt müssen wir den noch justieren, so rum. Jawohl! Und drin ist es. Genau diese Stelle haben wir gebraucht und jetzt geht's in den Keller runter. Das heißt, das Licht war im Prinzip der Schlüssel zur... Ja, zur... Was auch immer da unten ist. Keine Ahnung. Das werden wir jetzt gleich rausfinden, was da unten ist. Okay, letztendlich war dieses Rätsel dann doch einfacher, als ich dachte. Ich dachte ganz ehrlich, das kriege ich nie auf die Reihe, aber jetzt mit den Lichtstrahlen macht es natürlich auch Sinn alles. Whatever. Ich will mir auf jeden Fall den Kellerbereich jetzt anschauen. Warte, was? Hat jemand Pizza bestellt? Was ist das denn? Sind das vielleicht meine neuen Stiefel? Ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich ja nicht. Ein Paket eingewickelt in braunes Papier liegt innen vor der Tür. Ja, das ist eine braune, unauffällige Plastiktüte. Das wird doch wohl nicht. Ist es? Checken wir mal ganz kurz. Ein Paket eingewickelt in glattem braunem Papier. Es ist an niemanden adressiert und scheint hastig eingepackt worden zu sein. Im Paket ist irgendwas. Mal auf das Ding. Holy crap, die Essenz von Urioth. Oh, da ist... Okay, dann war das doch nicht der magische Gladius, den wir hatten. Jetzt haben wir den magischen Gladius. Magisches Gladius, Entschuldigung. Magisches Gladius, natürlich. Wie erkenne ich, welchen ich habe? Jetzt habe ich den richtigen auf. Habe ich jetzt alle Essenzen noch dabei? Holy crap. Ab nach da unten, verdammt nochmal. Ich will jetzt mal endlich wissen, was sich da drunter befindet. Also wir haben jetzt wirklich lange genug gewartet. Und jetzt will ich es auch... Warte mal, wo geht's rein? Da geht's rein. Jetzt will ich auch wirklich endlich rausfinden, was sich dahinter befindet, was da drunter ist. Und im Allgemeinen habe ich lange genug mit diesem verdammten Globus-Rätsel-Lichtstrahlen-Ding gewartet. Das war ja schon fast von der ersten Folge an präsent. Ich glaube, das war von der ersten Folge an präsent. Die Abdeckung wurde entfernt und ein Eingang wie zu einem Brunnenschacht ist freigelegt. Eine Leiter führt in die finstere Tiefe. Ob dies der Weg ist, den Edward gegangen ist, um die Stadt der Wächter zu betreten? Soll Alex die Leiter hinabsteigen? Yes, please! Okay. Ich bin voll gerüstet und so mit dem Gladius. Mit dem magischen Gladius. Ach, hier geht's natürlich runter, klar. Okay, wir kommen jetzt... Okay, da geht's einfach nur hier runter. Verdammt nochmal. Irgendwie hätte ich mir das denken können. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch irgendwie einen coolen anderen Bereich zu sehen. Aber was soll's? Was soll's? Okay. Also gegnermäßig ist ja nicht so wirklich arg viel. Ach du Scheiße. Oh Gott, der Raum ist auch noch komplett mit Pipi voll. Das ist nicht cool. Na gut. Kurz mal speichern, solange die Dunkelheit hier nicht anwesend ist. Alex Roivers, endlich dein eigenes Kapitel. Ach, schön. Okay. Dann wollen wir mal unser Schild auffüllen. Ich weiß nämlich nicht, ob es komplett ist. Jetzt ist es komplett. Jetzt
können wir da auch endlich durchrennen. Es ist jetzt genau das gleiche Spiel wie mit Edward damals. Wir sind jetzt wirklich durch alle Räume wieder durch und so. Das wäre irgendwie nicht so cool. Ach du Scheiße. Ja klar. Voll die Pisser. Oh man. Oh Gott. Ich muss zurück. Oh shit. Das muss mir einer sagen, dass ich das da vorne machen muss. Verdammt nochmal. Das war jetzt nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt hatte. Okay, weißt du was? Ich habe gerade eben gespeichert. Genau wegen solchen Situationen mache ich das ja. Genau wegen sowas. Ob ich jetzt zurücklaufe und wir Zeit verschwenden, indem ich dann wieder meine Energie wieder auffülle. Nee, muss nicht sein. Jetzt weiß ich, was hier abgeht. Ich muss zwar trotzdem noch mein Schild buffen, glaube ich, aber ist auch egal. Ich muss hier Aufhebung in dem Fall machen. What the fuck? Ist es Aufhebung? Es ist Aufhebung, glaube ich. Aufhebung, siebenfach Tatorga muss ich gleich machen. Und den kann ich nämlich schon mal zuordnen jetzt. Tatorga, was mache ich weg? Ich mache die große Erholung erstmal weg. So. Jetzt mal ganz kurz noch Schild voll machen, dann rennen wir da vorne. Sollte das doch klappen dieses Mal. Hoffentlich drücke ich nicht die falsche Taste, wenn ich vorne bin. War alles von Arsch. Okay, komm schon. Oh, oh. Komm schon. Ja. Yeah. Halleluja. Oh Gott, geht er durch. Hat aber funktioniert. Das war knapp. So, ein bisschen wieder auffüllen. Also wie ihr seht, das reicht bei ihr eigentlich völlig. Diese kleine Erholung, diese mit dem fünffachen magischen Zirkel. Weil Energie hat sie nicht so wirklich arg viel. Und ich hoffe einfach nicht, dass ich so viel Sanity verlieren werde. Wobei, ich glaube doch, wir werden sehr viel Sanity verlieren. Naja. Was haben wir denn hier Feines? Das Podium ist so schwer beschädigt, dass es eigentlich nur noch aus Schutt und Staub besteht. Sollte es jemals wieder benutzt werden, müsste es vorher gründlich renoviert werden. Dafür haben wir jetzt nicht Zeit. Also, wir können jetzt keine Handwerker hereinrufen. Jetzt nimmst du entweder die Spachtel in die Hand oder du bist ruhig. Ja, ich drehe mich im Kreis. Ich brauch magische Energie, ist doch ganz klar. Ob das in Wirklichkeit funktioniert? Okay. Da haben wir aber auch keine Möglichkeit. Also ich kann hier nichts machen. Moment mal. Müsste es gründlich renoviert werden? Da müssen wir definitiv irgendeinen Zauberspruch. Oh, warte mal. Was ist das denn? Das Teil einer zerbrochenen Sockelplatte liegt auf dem Boden. Oh. Okay. Das ist gut. Reicht es schon als Restaurierung? Rest von der Platte draufstecken? Ein Stück zerbrochenes Mauerwerk, scheinbar der obere Teil des Podests. Na, wir brauchen... Wo ist die zweite Platte denn? Ah, da. Okay. So, yay, zusammengetragen. Und jetzt müssen wir es ja magisch machen, glaube ich. Und dann funktioniert das. Mal ganz kurz. So einen langen Spruch brauche ich dafür nicht. Ich glaube, ich mache nämlich einfach nur ein magisches Item mit irgendetwas. Oder auch nicht. Oder auch eher nicht in dem Fall. Warum nicht? Komm schon. Sei doch nicht so. Jetzt aber. Jetzt müsste das Ding wieder ganz sein. Yay! Item wurde repariert. Jetzt können wir es nämlich da wieder draufstecken. Und dann haben wir die Renovierung vollzogen. Ich fühle mich wie ein Handwerker. Diese Platte sehen genauso aus wie die, die Pius in der verbotenen Stadt gesehen hat. Dort, wo er die Essenzen der Alten fand. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Essenzen der Alten dann da draufstellen, habe ich recht? Oh yeah. Ist es egal, welche wo ist, oder? Es scheint egal zu sein. Ich bin aber absolut nicht vorbereitet, wenn jetzt irgendwie gleich was Apeshit geht, deswegen... Ich speichere nochmal ganz kurz.
Bevor jetzt danach irgendwie die Videosequenz anfängt und dann Gabam, kommt Pius und dann boxt er uns. Unser Lady Penis boxt uns. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte nicht, dass Alex von irgendjemandem in den Lady Penis geboxt wird. Keine Frau sollte in ihren Lady Penis geboxt werden, solange sie es verdient hatten. Alex hat es nicht verdient. Oh. Ich verstehe. Das hat also funktioniert, ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich in die... Oh Gott, ja, jetzt müssen wir in die verschiedenen Bereiche rein. Verdammt. Das heißt, wir müssen wieder dieses neunfache Zirkel machen. Genau wie mit Edward, wie es aussieht. Okay, dann wollen wir mal... Es war ja ein unglaublicher Spaß beim letzten Mal. Wie man es nimmt. Manche sind ganz einfach, so wie hier, das sind nur Trapper, die kann ich kurz erschießen. Ich habe einen Revolver dabei, aber... Manche sind dann auch echt ein bisschen bescheuert, wo Horrors drin sind und was weiß ich, die ganzen anderen Viecher noch, die komischen, die klingen wie ein kaputter 8-Bit-Prozessor. Sie sterben. Ja. Yeah. Was muss ich denn eigentlich nochmal machen? Was für eins? Welchen Spruch muss ich nochmal machen? Ist es Aufhebung, glaube ich? Aufhebung? Ich schau mal ganz kurz, was wir hier für einen haben erstmal. Oh, schau mal, Paragon. Das ist einfach. Paragon funktioniert, ja. Paragon kann ich benutzen. Und ab geht die wilde Fahrt zurück. Schön wär's, wenn es eine Fahrt wäre, wenn wir irgendwie einen gebufften Segway finden würden. Das wäre irgendwie schon ein bisschen awesome, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein gebuffter Segway. Was ist hier denn los? Oh, crap. Das ist jetzt... Was? Yes. Nein? Okay, okay, why not? Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir doch schon mal mit Roberto, glaube ich. Oder mit Karim, keine Ahnung. Wo wir auch über eine kleine Lavagrube drüber gehen mussten. Was habe ich denn noch für einen verdammten Spruch gemacht? Oh Gott. Isolierung? Nee. Nope. Aufhebung? Was will ich denn aufheben? War es vielleicht erkennen, nur größer? Ich spreche den jetzt einfach mal. Der braucht ja nicht wirklich viel magische Energie. Bei ihrer Latte. Ja, macht es nicht wirklich viel aus. Ah, yeah, baby. Es war der. Ich hätte ihn doch nur einfach stärker machen müssen. Hallo? 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 Achso, der ist schon noch... Oh, fuck. Okay, der ist schon aktiviert. Ich sehe es ja ein. Verdammt nochmal. So, jetzt wieder in den Pipi-Raum rein. Boah, hier muss ich dann verdammt oft mein Schild erneuern, auf jeden Fall. Mindestens bei jedem zweiten. Okay. Das war Paragon. Das war doch einfach. Wenn es Paragon ist, kein Thema. Ich weiß, dann setz Paragon. Keinerlei Probleme damit. Oh, schön. Hier sind gar keine Gegner. Das finde ich natürlich noch viel besser. Ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Ganz ehrlich, dafür, dass ein Gamecube-Spiel ist, der Hintergrund... Hintergrund ist ein unglaublich schweres Wort. Och, wenn ich dieses Wort aussprechen will, tritt mein Gehirn immer in den Hintergrund. So sieht es nämlich aus. Okay, jetzt wird es interessant. Redgamore, Aretag, Santec oder Megamore. Wie setze ich denn hier? Ist es Aufhebung? Nethlac und Redgamore? Nethlac und Redgamore? Warte mal, jetzt habe ich schon vergessen. Megamore... das könnte sein, vielleicht. Ja, das könnte sein. Redgamore. Ich setze mal Redgamore. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was wir damals mit Edward gemacht haben. Deswegen probieren wir es einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nochmal zumindest in 2 rein muss. Weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall auf Tutoga wahrscheinlich machen muss, weil es wieder mal über Pius Ancient sein muss. Da der gute Pius ja immer noch Xelotef-Anhänger ist. Shit, Bro. Trappers everywhere. Ja, dann lad halt nach. Anstatt 5-mal zu klicken. Agier doch mal selbstständig. Okay. Wo muss ich denn eigentlich raus? Muss ich da nach oben? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, ich bin verloren. Oh Gott, ich bin verloren. Hahaha. Wie ein
wie eine Geschäftsführerin haben wir den gedodged. Habt ihr das gesehen? Bam, in your face, wenn du eins hast. Ich weiß es immer noch nicht. Habt ihr ein Gesicht? Schon, ich darf euch erschießen. Ihr habt keine Gefühle. Macht euch nichts raus. Deswegen bringt es auch nichts, wenn ich sage, ich hasse euch. Weil ihr wisst nicht, was es ist. Okay, es ist also alles schon aktiviert. Ich muss nur noch durchrennen. Das macht mir die Sache ein bisschen leichter wenigstens. Der Schalter ist auch unten, glaube ich. Und dann zurück in das größte Pissbecken im Untergrund. Das sieht echt ein bisschen falsch aus in dem Zeug, in dem wir warten, aber hey. Oh Gott, wie sie müde wird. Wie sie voll gebückt geht, hallo? Sieht aus, als zum Buckel. Machen wir nicht so einen Scheiß. So, da wollen wir natürlich auch noch reingehen. Das heißt, wir müssen dieses Ding also nochmal zerstören. Oder sehe ich das falsch? Nein, nochmal zerstören ist vielleicht schon ein bisschen falsch. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich Pyres noch besiegen, oder? Ich denke mal, das ist, was passieren muss. Wir müssen Pyres voll ins Gesicht boxen, so wie es gehört. Oh ja, Paragon, nimm Paragon. Paragon ist gut, ich mag Paragon. Goddammit, nimm Paragon, habe ich gesagt. Niemand zweifelt an der Macht von Paragon. Zumindest nicht ungestraft. Mir wäre es echt ein bisschen lieber, wenn die mir ein paar Zombie-Gegner geben würden. Also nicht Horror, versteht mich nicht falsch, sondern Zombie, okay. What the fuck? Ah ja. Was ist das denn hier Feines? Trapper. Dem Monolithen ist eine Metallplatte angebracht. Diese trägt ein Symbol, das wie ein Trapper aussieht. Kein Thema. Ich mache euch einen Trapper. Ich mache euch einen Trapper. Nämlich in Ulioth, einen blauen, wie es aussieht, wollen sie haben. Holy shit, braucht der viel magische Energie. Sup, Bro? Wo ist er denn? Da ist er. Trapper's gonna trap. Hallo? Jawoll. Haha. Okay. Das nächste ist ein Chaturga-Zombie. Chaturga-Zombie, das klingt wie eine Marke. Nee, deiner ist ja voll billig. Du hast ein Adidas-Zombie. Meiner ist Chaturga-Zombie, Alter. Also, in der Welt von Eternal Darkness ist Chaturga sicherlich eine bessere Marke als Adidas. Weil die ist göttlich, Junge. Verstehst du? Muss man nicht verstehen. Brauche ich einen Tyrion R-Attack? Brauche ich da wirklich eine 5er? Ganz ehrlich, brauche ich da eine 5er davon? Was war's nochmal? Tier und Aretak? Nein, es war nicht das. Es war nicht Tier, sondern was war's denn nochmal? Verdammt nochmal. Hä? Bin ich doof? Voll vergessen, was es war. Was war es denn? Tier und Aretak. Whatever. Ach so. Ja, ich raff's. Okay, so war das ja. Okay, nee, vergesst's. Man braucht natürlich für einen Trapper ein dreifaches Zirkel, für einen Zombie ein fünffaches und für einen Horror ein siebenfaches. So rum ist es nämlich. Es sind im Prinzip die gleichen Sprüche. Ja, okay, ich versteh's. Alles gut. Hasst mich nicht. Sprech diesen verdammten Spruch jetzt. Das hätte mich eigentlich. Oh, was? Was laberst du denn für einen Scheiß? Das hat doch gerade auch funktioniert. Oh man. Zombie, Chaturga. Fällt ihm auf, während ich schon dabei bin. Weil ein von meinen Runen auf dieses Feld gekommen ist, wo der Zombie hin muss. Ich denke mal, das war das Problem gerade eben. Lauf, Forest, lauf. Ich habe ihn jetzt gerade mal Forest getauft. Mann, oh, der kann sprinten, schau ihn dir an, wie er abgeht. Weltrekord im Zombie-Schnellgehen. Ich bin so begeistert, ich bin so stolz auf dich. Hätte ich Rosen, würde ich sie dir ins Gesicht werfen. Okay, Trapper now. Der braucht wahrscheinlich ziemlich viel magische Energie. Was ist denn das? Quatsch, nicht Trapper, sondern Horror. Ja, oder Grauen in dem Fall.
Ich habe das Booklet in Englisch. In Englisch, genau. Ich habe das Booklet in Englisch. You know, I got the Booklet in Englisch. Ich habe das Booklet in Englisch. Deswegen, da ist es halt The Horror, heißen die dann. Das ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Grauen, yes. Nein. Was wollt ihr nochmal von der Farbe haben? Das hab ich jetzt irgendwie. Grün. Grün. Xelotaph. Oh, ganz knapp, aber reicht. Oh, ich fühle mich schon ein bisschen mächtig. Verdammter Nekromant, Mann. No shit. Das interessiert mich aber gerade auch echt nicht. Ich finde es halt geil, dass sie wirklich im Prinzip die Spells, dass wirklich Silicon Knights in dem Spiel so weit gegangen sind, die Spells, die man in einmal als Waffe benutzen kann, aber auch immer wieder als Schalteraktivator oder gerade solche Sachen, dass man Tiere, dass man eben Grauen oder Zombies beschwören kann. Und du kannst sie auch so einfach beschwören, rumsteuern und irgendwie andere damit töten, wenn du Bock hast. Oder oder es gibt halt wirklich Sachen, auch wo sie einsetzen muss in Puzzles. Und das finde ich einfach tierisch genial. Wirklich, dieses Eternal Darkness überzeugt mich komplett. Ich war am Anfang echt skeptisch eine lange Zeit. Dachte mir so, okay, es ist ein bisschen störrisch irgendwie und das Magiesystem. Aber wenn man da wirklich einmal drin ist, ist es so genial, weil es wirklich durchdacht einfach nur ist. Es ist durchdacht für jegliche Situation in diesem Spiel und es gibt 100 Wege, dieses Spiel durchzuspielen. Und das kann man von den meisten Games heutzutage nicht mehr behaupten, würde ich jetzt mal meinen. Viele nicht, ein paar ja, so rum eher. Das ist das, was ich gerade eben sagen wollte. Gut, und wir chillen jetzt erstmal in diesem Raum. Und wir brauchen noch, ich bin total von der Rolle gerade, ein paar müssen wir noch aktivieren. 6 oder so. Ja, 6 müssten es sein, ganz genau. In 6 Portale müssen wir noch rein. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann gucken wir, was passiert, ob uns die Scheiße um die Ohren fliegt oder ob wir dann irgendwann mal Pius gegenüberstehen. Das wäre auch sehr interessant. Also ich denke, Pius wird uns nicht erspart bleiben als Gegner. Bis dahin. Haut rein.